Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1400. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich möchte euch natürlich auch auf dem Laufenden halten über Themen, die ich kürzlich erst angerissen habe. Ein so ein Fall war ja der Aral Musikgutschein und die Firma U-Music, von der ich mich persönlich ein bisschen reingelegt fühlte. Denn ich habe trotz eines gültigen Gutscheins und trotz des dann erlaubten eingeschränkten Angebotes dennoch eine Belastung auf meiner Kreditkarte gehabt, als ich meine kostenlosen Songs runtergeladen hatte. Und daraufhin habe ich mich dann an den Kundenservice von U-Music gewandt und habe ihm gesagt, dass ich das nicht in Ordnung finde. Und als Reaktion darauf bekam ich dann das Angebot, dass ich 5 weitere Downloads geschenkt bekomme. Jetzt ist es ja so, eigentlich hat man ja alle Titel, die man haben möchte, sowieso schon bei iTunes gekauft. Und wenn man dann so unverhofft einen Gutschein geschenkt bekommt für 5 Lieder, dann überlegt man vielleicht Sachen, die so ein bisschen weiter weg sind, ja, die man gerne hört, aber die man sich jetzt nicht unbedingt anschaffen würde. Und die lädt man dann runter. Und in dem ohnehin begrenzten Angebot dann da noch was zu finden, das glich schon so ein bisschen der Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Kurz und gut, meine Bedürfnisse waren restlos befriedigt, was die Musik-Download-Geschichte anbelangte. Und ein Gutschein für 5 weitere Downloads hätte mir gar nichts, aber auch rein gar nichts genützt. Also habe ich den guten U-Music-Supportern wieder eine E-Mail zurückgeschrieben, dass ich damit nicht einverstanden bin mit einer Songgutschrift. Ich möchte eine Geldgutschrift auf meiner Kreditkarte. Andernfalls würde ich die Firma Mastercard kontaktieren und die Zahlung zurückgehen lassen. Und siehe da, simsalabim, in der nächsten Mail sagte man mir oder entschuldigte sich dann nochmal und sagte, okay, wir haben den Betrag Ihrer Kreditkarte wieder gutgeschrieben. Das heißt, wenn einem so etwas passiert, es muss nicht Nepper, Schlepper und Bauernfängerei sein, kann aber. Man muss wirklich aufpassen im Internet. Und wenn, dann gleich reagieren, nichts gefallen lassen, tough sein und dann bekommt man unter Umständen sein Geld zurück. Aber ich denke mal natürlich, U-Music hat das deswegen gemacht, weil kulanterweise gemacht, weil sie natürlich eine seriöse Firma sind und einen nicht reinlegen wollten. Ja, so würde ich das jetzt mal stehen lassen. Und reinlegen oder nicht, viele erleben dieser Tage eine ganz böse Überraschung, aber dazu komme ich gleich. Es gibt Dinge, an die gewöhnt man sich oder man macht eine Entwicklung durch, so will ich das vielleicht mal eher sagen. Wenn man so vor 10, 15 Jahren verreist ist, vielleicht das erste Mal nach Übersee geflogen ist, dann hat man natürlich sich Gedanken gemacht ums Geld. Damals gab es ja noch die D-Mark und da war das Internet noch nicht so verbreitet und mit den ganzen Kreditkarten, ja, es gab sicherlich natürlich schon die Kreditkarten, aber viele hatten gar keine. Und man hat sich Gedanken gemacht, wie sieht denn meine Bargeldversorgung im Urlaub aus? Also hat man American Express Reisechecks besorgt. Ja, vielleicht für 1000 Mark, vielleicht auch für 2000, keine Ahnung, wie das bei euch war. Aber man hat sich Gedanken gemacht, wie bin ich im Urlaub flüssig? Und dann ist man, mir ging es so, in die Vereinigten Staaten gereist. 2002 habe ich das zum ersten Mal getan. Und dann hat man gesehen, oh, man bekommt ja auch ganz normal am Automaten Geld mit der EC-Karte. Und das hat sich dann fest ins Gehirn eingebrannt. Schon bei der zweiten Amerika-Reise oder auch bei meiner Reise nach Japan oder auch nach Malaysia und wo ich überall war, man hat nie mehr Bargeld mitgenommen, denn oder schon vielleicht hier getauscht, denn man hat ja seine EC-Karte und geht dort einfach zum nächsten Automaten und lässt sich da sein Geld raus. Und das haben viele, viele Deutsche gemacht und haben sich komplett darauf verlassen und haben jetzt ein großes Problem, das ist vielen Postbankkunden passiert. Die Postbank hat nämlich das System der EC-Karten geändert. Und mit den neuen Postbankkarten bekommt man im Ausland kein Geld mehr. Also bitterböse Überraschungen, aber nicht nur für die Postbankkunden. Eine Reihe anderer Banken, deutschen Banken, wechselt die EC-Karten aus und da müsst ihr höllisch
aufpassen, dass ihr nicht mal im Ausland, sprich außerhalb Europas, dasteht und an kein Bargeld mehr rankommt. Also macht euch bitte schlau und wechselt eure Bank, wenn ihr bei so einer Bank gelandet seid, die da jetzt der Meinung ist, sie muss euch die teuren Kreditkarten aufs Auge drücken, weil es die EC-Karte eben in diesem Funktionsumfang nicht mehr tut. Wehrt euch und geht einfach zu einer Bank, die eben das Geldabheben im nicht-europäischen Ausland weiterhin erlaubt. Ich finde es eine ganz schöne Frechheit, was die Banken sich da erlauben. Und ob sie jetzt darauf hinweisen oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber man gewöhnt sich ja auch an diese ganzen technischen Sachen, unter anderem eben auch EC-Karten. Und wenn die dann so mir nichts, dir nichts, auch wenn das irgendwo steht und man es vielleicht sogar unterschrieben hat und vielleicht dann doch sowieso nicht gelesen hat, ich finde es ein ganz schönes Ding, dass die Banken das gemacht haben. Was ist eure Meinung dazu? Wie findet ihr das, dass es Banken gibt, die Karten umtauschen und die dann einen reduzierten Funktionsumfang haben? Würde mich mal interessieren. Schickt mir gerne eine Mail oder ruft mich an auf den Nachtrufbeantworter. Macht einen Kommentar auf der Homepage, denn das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier vielleicht gerade gehört habt. Und möglicherweise hören wir uns dann morgen wieder. Euer Reiko. Mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.